Aufwachen, Held des Dorfes. Und moin Scraps, moin Phyllis. Liebling, hast du gut geschlafen? Hier, nimm das, sei vorsichtig. Kräutertee. Heute war auch irgendwas, ne? Mission? Genau, Verabredung mit Phyllis. Meine Werkstatt, 14 Uhr. Okay. 14 Uhr sind wir wieder da. Beziehungsweise immer noch da. Weiß ich nicht genau, was wir jetzt gleich als nächstes machen. Das müssen wir schauen. Ob die Schule jetzt schon fertig ist. Ja, Schnee. Und es ist Samstag, also morgen haben wir das größere Treffen. Die Knochen. Sehr gut. Das alles mit. Ja. So. F. R. Escape. Rechts. Sortieren. Ja, sortieren. Rein. Wird im Winter überhaupt geerntet? Also können wir jetzt überhaupt Cotton bekommen? Ich gucke mal ganz kurz. Nö. Also wir können es wahrscheinlich auch irgendwo kaufen. Ja. Hm. Wie viel Geld haben wir? 111.000. Gucken wir mal, was für einen Geldtag wir haben. Hi Django, super Ritter Django. Hello. Der mit zwei Fingern eine Klinge aufhält. Ich möchte was lernen mit Ei. Schön. 70%. Ja gut, da verkaufen wir heute mal nicht. Hm? Dafür 10 Ausdauer. Dafür könnten wir Samen aufkaufen. Aber dann, ne, verliere ich ja das Gold wieder. Ich bin so knapp davor, das zu erweitern. Schule ist mal weg. Dass die beiden hier jetzt die ganze Zeit rumgucken, finde ich sehr verdächtig. Gucken, ob die verschwinden, wenn die Schule wieder aufgebaut wird. So, Straßenlaterne aufgestellt. Prinz der Diebe. Das sind ein bisschen durcheinander, die Berichte, oder? Anzeige schalten, ja. Ballon gebaut. Ha. Ich hatte nur so kurz ganz schräg rüber gelesen, ob irgendwo was steht von wegen Held des Dorfes rettet alle vor Killerroboter oder irgendwas in die Richtung, aber irgendwie kann man nichts. Wird bestimmt Sonntag gemacht. So, was sagt das Ranking? Ranking sagt 400 Punkte plus, aber das, ne, geht auch schneller vorbei, als man denkt. Du bist schräg. Du hast einen Knubbel. Ugh. Du hast viel zu viele Kurven, dann macht es das schwer. Fehler zu finden, wollte ich sagen, wo es ging. Okay, so einfach. Dreck. Und letzten sehe ich nicht. Ist so ver. Einfach probieren. Oh, du gehörst so. Okay. Da drunter. Ja. 3 von 4 waren geraten. Und alle waren richtig. Gut.
Das wird da auch erledigt. Ich überlege gerade wegen Samen einkaufen. Ich denke ehrlich gesagt nicht, dass wir noch so viele Investitionen später haben. Also es wurde ja quasi schon gespoilert von den Achievements, dass das der Endkampf war, dass jetzt quasi die Story größtenteils rum ist. Also wir können auch ein paar Sachen kaufen und so, aber das ist denn, ne? Dann geht's halt weiter in Sandy Rock. Aber es dauert, glaube ich, noch ein, zwei Monate, bis das Spiel rauskommt. Ja, das kannst du mal weitermachen. 111 davon. Das alles kommt. Wir haben noch 38 Schmelzen, die gerade nichts zu tun haben. Dann mach doch mal hier 10 mal 20. Sind jetzt aber nicht da mehr geworden. Ah, das war Elektrolyse, weil... Ja, okay. Carbonstahl. Das jetzt mehrere. Neun, zehn. So. 10 mal 40. Das ist jetzt überladen. Aber es sollte genug Carbonstahl geben. Gut. 14 Uhr ist die Verabredung. Holen wir hier noch ein bisschen auf. Wo ist die Axt? Ja, wir haben die Kettensäge. So, okay. Weg. Und ich habe dazu entschieden, ich kaufe jetzt keine Samen. Also, wenn ich wüsste, dass das Spiel jetzt noch viel weiter geht, dann würde ich es machen. Aber jetzt Investitionen langfristig anlegen, ne. Hab ich hier gerade Bienen freigelassen? Die machen wir nichts, ne? Ne. Wobei die Upgrades in der Fabrik und das Museum lassen mich darauf schließen, dass man das Spiel schon noch eine ganze Weile weiterspielen könnte. Das wäre für mich nicht besonders interessant, aber manche Leute reizen sowas ganz gerne aus und haben dann wirklich so einen 100% Run. Und für die ist noch was zu tun da. Also man kann nicht... Wir haben jetzt gerade einen 2% Boost oder so bei der Fabrik gemacht bisher. Mit diesen... wie hießen die? Ich meine, Bücher, Laborbücher, die man sich holen konnte für die Discs. Also da kann man auch viel mehr boosten. Man kann das ganze Ding noch aufstufen, man kann das Haus nochmal aufstufen. Ja, also es ist noch zu tun für Leute, die Bock drauf haben. Aber ich denke, ich mache wieder bei Sandy Rock weiter, wenn es rauskommt. Aber jetzt, ne, trotzdem warten, dass die Schule gebaut wird und solche Dinge. Und ich bin gespannt, was für eine Verabredung das jetzt mit Phyllis genau ist. Also was daran anders ist als normale Verabredung. Weil wenn wir jetzt wieder einfach nur Dart spielen gehen und wippen und so weiter. Was könnte es sein? Außer, dass es vielleicht bei den Intimoptionen da ein bisschen mehr gibt. Also, dass man bei der einen Bank konnte man, glaube ich, auf dem Schoß sitzen von dem Partner. Irgendwie oder andersrum. Ja. Wenn es nur das war, wäre es schade. Ich hoffe, es wäre irgendwie jetzt eine Cutscene oder ein Event oder sowas in der Richtung. Weil es war halt irgendein Symbol über ihr drüber. Ich habe nur nicht genau drauf geachtet, was für ein Symbol. Bin zu schnell weg. So, normalerweise sind die Leute ja schon so ein, zwei Stunden vorher da. Bisher. Aber unsere Phyllis hat ja nie Zeit. Und die muss jetzt wahrscheinlich auch von da ganz hinten hier rüber laufen. Ich, ja, denke, sie wird zu spät kommen. Was selten ist Papa Bär, das ist nicht Phyllis. Da im Wasser. Werden wir versetzt? Ne, da ist sie. Hat sich geportet. Darling. Hi, Verabredung beginnt. Kann ich nicht klicken. Goodbye.
So, ich bin so froh, dich zu sehen. Was hast du Schönes vor? Es scheint ein ganz normales Date zu sein. Doch wozu? sorry, wenn ich da jetzt so, berechnend bin. Aber wir sind schon verheiratet und wir haben maximale Beziehungspunkte. Warum sollte ich mit dir jetzt wippen gehen? Außer aus RP-Gründen, aber... Wenn das wäre wie bei... Ich glaube, bei Stardew Valley ist das. Wenn man da länger Zeit mit Leuten nicht spricht und so weiter, gehen die Punkte auch wieder runter. Aber ich glaube, hier geht das nicht. Ja gut. Sorry, Phyllis, das war das letzte Mal, dass wir ein Date haben. Du bist Max und du gibst Geschenke und alles ist gut. So. Mal kurz gucken, was da auf der Bank anderes ist und sonst können wir es auch gleich abbrechen. Das macht halt, wie gesagt, nichts. Kurz hinsetzen. Jupp. Sicher. Also, plaudern. Das haben wir schon. Kompliment machen. Tolle Arbeit. Auch wenn das noch ein alter Job ist. Und ja, können ihr Händchen halten, auf dem Schoß sitzen lassen. Das ist nicht sitzen. I don't like anything smoked or with a lot of spices for that matter. Das ist gut. Das hat sogar einen Sinn. Also wenn man diese anderen Optionen macht, dann hat sie jetzt was gesagt darüber, was für Geschenke sie mag. Nichts Geräuchertes oder eigentlich nichts, was sehr würzig schmeckt. Das heißt, wir müssten jetzt... Naja, nicht für jeden Charakter, aber die Charaktere, ne, mit denen wir in Beziehung eingehen wollen, da müsste man sich Listen machen und dann halt aufschreiben. Nichts Gewürztes, nichts Geräuchertes. Und bei der nächsten Verabredung dann aufschreiben, okay, nichts, was, keine Ahnung, blau leuchtet oder springt, keine Ahnung. Ja. Was mache ich jetzt? Jetzt Händchen halten. I was born in Highwind. It's a very pretty place. The government there prioritized protecting the environment. You can literally see the winds sweeping down the plains. Okay. Nö, dann dankeschön. 49 Punkte, Verabredung beenden. Schade, dass du schon gehst, es war nett. Danke dafür. Jo, gerne, bitte. Danke. Und so. Wir gehen schlafen, weil wir gucken wollen, wie eine Schule gebaut wird. Und wegen dem Treffen morgen Abend. Bestätigen. Rufzuwachs, jupp. Wir beiden. Wir werden jetzt eine Erinnerung bekommen, dass heute Abend das Treffen ist. Oi. Achso, das war wegen dem, ja. Rathaus, 19 Uhr, Ankündigung. Die Zeitveränderung haben wir nicht gemacht, okay. Aber wir müssen halt jetzt bis 19 Uhr warten. Und ich wüsste ehrlich gesagt nicht. Also wir können Preise checken, ja. Und wenn ein guter Verkaufstag ist, dann könnten wir ganz viel Kram zusammensammeln, verkaufen und hoffen, ob wir die 125.000 bekommen, was ist. 80%. Das ist kein guter Verkaufstag. Wobei, wir haben so viel Krams. Ich gucke mal, was wir da so finden. FR. Das sortieren, ja. So, also ich suche jetzt 11 Diamanten? Nein. Die hier waren irgendwie kurz zum Verkaufen. Davon 11 Stück. Stahl. 22 davon.
So, ich denke, damit können wir die meisten Kassen sprengen. Mit. McDonald kauft nichts auf, ne? Ich glaube nicht. Mal for Science testen. Nö. Na, er verkauft nur seinen Kram. Okay. Raus. Da verkaufen. Wir kommen auch den Staubsauger weg, ist okay. Drei Stück. Ne, die Axt wollen wir behalten. Appelsaft ist für die Aufgaben. Der kann da noch weg. Ne. Ist okay. Cooler Kumpel, du möchtest doch bestimmt unsere 14.000 Gold geben. Ja, sieht gut aus. Da ist er pleite. Verkaufen. Die Couch. Ja, die kann weg. Blei 2200. So. Ist jetzt nicht ideal. Ich weiß. Wir hätten es lieber an einem 100er oder 110er oder was auch immer Tag verkaufen sollen. Aber so kriege ich die Zeit rum bis 19 Uhr. Und wir haben jetzt genug für die Erweiterung. Dun, 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 dun. Okay, also schon mal die eine Grenze, wie ich erwartet hatte, halt bis zu dieser Mauer hier. Über diese Senke runter. Das heißt, wir könnten das gesamte Haus und auch die anderen Sachen alles da in die Ecke bringen und hätten dann in der Mitte wesentlich mehr Platz. Dann könnten wir die Felder zwar in die Mitte packen und dann die Stelle hier am Rand. Es gäbe noch eine Erweiterung. Achso, der hat auch hier erweitert. Also nicht nur in die Richtung, sondern auch hier 1, 2, 3, 4, 5 Felder oder so. Wie teuer bist du? 200.000. Ja, also noch ein weiterer Anreiz, wenn man länger spielen möchte, dass man halt die Sachen weiter anbaut, Massen produziert und verkauft und dann da noch mehr Platz bekommt. Gut. Ich denke, ich schnapp mir jetzt Hartholzdielen. Bronzerohre, Kupferrohre, Eisenholzdielen, Verbundbretter und Bretter, weil ich mir nicht ganz sicher bin, was man davon brauchte. Und wir gehen jetzt einfach mal zu ihm hier in den Laden. Holen uns nicht mehr Stein. Oder noch besser wäre eigentlich der Kuhstall, damit die zwei Kühe, die in unserer Kiste hocken, endlich mal ein Plätzchen haben. Außerdem können wir von hier auch gleich das Haus verschieben und dergleichen. Dich bewegen in die hinterste Ecke. Montagestation bewegen. Dahin. Stall bewegen. Wobei, es kann ja bei der Tür bleiben, ne? Ja, können wir gleich zu Swift und reinspringen. Stahl regulär bauen. Okay, wir brauchen 4000 Gold. Das habe ich nicht bedacht, ja. Fabrik bewegen. Drehen, drehen. Und dann wäre hier halt Platz für die ganze Stelle. Und noch mehr Farm und so. So. Müssen wir auch sogar selber bauen. Ja, nee, danke. Wie kriegen wir jetzt noch 5000 Gold? Gar nicht wirklich, oh.
Ich habe gerade die Händler leer gemacht, wo ich weiß, dass es einigermaßen einfach ist. Wir könnten noch... Oh, nicht, was ich mache. Wir gehen hoch zum Priester. Ne? Erstmal, um zu gucken, was er sagt mit dem Killerroboter. Weil es hat ein Killerroboter die halbe Stadt zerstört. Da müsste Lee eigentlich ziemlich stinkig sein und rumzicken und motzen und was auch immer. Und wir haben noch dieses Red... Das war nicht geplant. Genau, und wir haben noch diese Waffe gebaut. Und ich störe schon wieder die Andacht. Man sagt gar nichts. Können wir uns hinsetzen? Nein. Wir dürfen die Kriegsmaschinen nicht vergessen, die unsere Stadt zerstört und andere Städte zerstört. Okay, das ist alles in Vergangenheitsform. Also geht nicht auf die aktuellen Ereignisse ein. Das wäre noch ein sehr nettes Feature, dass er jeden Sonntag auch eine neue Predigt hat. Oder zumindest ein Pool von verschiedenen Predigten, je nachdem, was gerade so in der Stadt passiert ist oder so. Und dass es auch besondere Predigten gibt. Also für Leute, die wirklich jeden Sonntag das erpehen möchten, hier hingehen. Das wäre noch ein ganz cooles Detail. Ja, nee. Hello. Have you ever heard of the story about the dancing? Das kennen wir alle schon. Nö, kein Kommentar. Dann gehen wir besser mal. Wollen ja nicht noch mehr stören als unbedingt notwendig. Swiftwind, komm mal mit. War schon ziemlich groß, ne? Man denkt, wie das alles am Anfang aussah. Haben wir schon gut expandiert. Das da alles ist durch uns aufgebaut worden. Da hinten Südblock, Baumreihe. Da hinten müssten irgendwo die... Genau, die Windräder kann man über dem Holzdach hier ganz knapp sehen. Also Holzdach, Wasserfall und weiter in die Richtung. Da sind die Windräder, die haben wir auch gebaut. Alle Brücken und Verbindungen und zu den Bauwerken und so. Das war schon ein Abenteuer. Unsere Zeit hier in Porsche. Und ich hoffe echt, man kann irgendwas davon importieren in Sandy Rock. Sandrock? In die nächste Stadt halt. Und wenn es nur Deko-Kram ist oder so. Du hattest noch Gold, oder? 3700. Wir könnten also Datendisks. Nee, hier lieber sowas. Es war ein vierten. Ja, nee, ich gehe lieber dann, wenn wir es wirklich jetzt auf Kampf machen wollen mit dem Stall, gehe lieber nach Hause und hole noch irgendwas anderes Sinnvolles zum Verkaufen. Da findet sich bestimmt noch was. Oh ja, es sieht viel weitläufiger hier aus. Du Material. Genau, die Kühe will ich gerade befreien. Nicht, dass die hier in der Kiste bleiben, während wir nach Sandy Rock abhauen. Das ganze Holz kann verkauft werden. Das ganze Hartholz kann verkauft werden. Das könnte schon genug sein, ne? Nicht geplant. Die braucht man nur für das eine Boot, den wir schon längst haben. So, das kommt jetzt weg. Dann geht's zurück nach A&G. Wir bauen den Stall auf. Stellen unsere, nicht Schweine, sondern unsere Rinder da rein.
und guck mal, wie die Mechanik funktioniert. Und dann sollte es auch schon fast soweit sein, dass die Ansprache vom Bürgermeister kommt. Oh, das ist pleite. Machen wir hier weiter. Du kaufst aber fast nichts. Also praktisch. Also bei meinem Glück, also wir haben jetzt 4.400, aber bei meinem Glück braucht man 4.800 oder irgend so ein Schnickschnack. 4.600. So, das sollte jetzt reichen. Okay, go. Da. Bauen. Stall bauen. Bestehen. Oh, ist ganz schön groß. So, Stall-Tutorial. Wähle das Tier aus der Schnellleiste aus und platziere es dann im Gebäude. Nur die entsprechenden Tiere können in bestimmten Gebäuden platziert werden. Tiere können wachsen, wenn Futter im Trog ist. Du kannst Tiere eine Freundin machen, indem du sie streichelst. Die Tiere bei Laune zu halten, kann ihr Wachstum fördern. Wachstumsrate wird da angezeigt. Das Gehege sauber zu halten, kann das Wachstum der Tiere fördern. Okay. Kümmert sich der Akto? Wahrscheinlich. Ich glaube, es gab irgendeinen Chip dafür, der das auch macht. Weil ich hatte schon nach recht kurzer Zeit keinen Bock mehr, hier Swiftfin regelmäßig zu streicheln. Da könnte man als Spielentwickler höchstens entgegenwirken, indem man dem Spieler sagt, ey du, wenn du regelmäßig dein Tier streichelst, dann wird es schneller oder so. Aber sonst sind mir die zwei Menüklicks da jedes Mal zu viel gewesen. Ich denke auch nicht, dass ich die hier streicheln würde. Ich würde sie einfach drin lassen und die wachsen dann halt langsamer, wenn sie nicht gestreichelt werden. Aber das kommt trotzdem. So, da, da. Kalb minus 1. Kalb minus 1. Okay, man muss nicht in dem Menü rumklicken wie bei Swiftfin. Ja, das ist was vollkommen anderes. Das ist viel toller. Hinzufügen? Oh. Das ist jetzt unpraktisch. Also anscheinend hat der Stall keinen Zugriff auf das hier. Nimm mal das damit raus und nur für den Fall, dass es nicht klappt. Oh. Sortieren. Ja. Ich hätte gerne davon 55. Jetzt ist es hinten. 55 raus. So. Hinzufügen. Weizen funktioniert. Okay. Wachstumspunkte 17. Müssen wir beide füllen? Ne, das zählt als ein Gegenstand. Okay. Anzahl Viehbestand 12 Stück. Die kommen sogar ange. Achso, das war nur Zufall, oder? Ja. Aber nur einmal am Tag streicheln bringt was. Nee, aber das ist knuffig. Sorry, Swiftprint, aber du wurdest instant von zwei kleinen Kälbern abgehangen, was Knuffigkeitsfaktor angeht und weniger umständlich. Und so würde man dann auch den Dünger bekommen und dadurch dann leichter den Dünger, den gefertigten Dünger für die Felder und dadurch werden die Felder wieder einfacher. Also, ne, wäre das sinnvoll, früh drin zu investieren. Außerdem, wenn sie groß sind, produzieren sie wahrscheinlich auch Milch. Also man kann dann wieder kochen und die Tiere kann man dann selber auch verkaufen, denke ich mal, mit Profit. Ob die sich jetzt selber weiter vermehren? Oh, ja. Wahrscheinlich, ne? Das müsst du nur einmal die zwei kaufen, dann ist gut. Das wäre dann auch eine passive Einnahmequelle.
Hey! My son Gust is nothing like me. Well, except for his talent and good-looking face. Goodbye! Ja, und Gast steht da und schüttelt nur den Kopf. Was macht der jetzt schon wieder? Schön mal aus dem Weg stellen hier, Swiftfin. Du sollst gleich nicht in die Kamera reinlaufen, wenn die wichtige Ansage kommt, dass der Held die Stadt vor dem Killerroboter gerettet hat und so. Mal gucken, was da jetzt kommt. Wir haben es 18:50. 55. Und go. Welcome everyone to this fireside. I'll share as much as I can and try to answer any questions that you may have. Wo kommen die Fanfaren her? Let's see where to begin. You see, there was always a rumor that there was this very powerful AI called Allsource in the ruins around Portia, and that it could control other AIs. Wir können dich nicht hören, die Fanfaren sind zu laut. It turned out to be true, all of it. A while ago, we discovered the existence of a location marker that could locate this all source. It was stolen from this research center, but later mysteriously returned. The thief turned out to be an unknown knight. With this information, Molly took the location marker and headed for Atara. Her plane was shot down over the Eufaula Desert in an ambush by the Sky Shark Pirates. Luckily, although wounded and left to die, Molly survived. The pirates, led by Second Captain Ms. Everglade, took the location marker from Molly's crashed plane and came here, masquerading as council guards from Atara. They had a mole working the telegrams to back up their legitimacy. Although we were cautious and had our suspicions, the pirates hid their disguise well. They were about to take the all-source unit from right under our noses when Molly contacted us from Atara. She had finally returned and launched an investigation that captured their mole. With her information in hand, our civil corps and some brave citizens confronted the pirates and the knight in a final battle and came out victorious. Jetzt hätte die Musik kommen sollen, oder so ähnlich. We had two pirates captured here in Portia, but unfortunately, their leader and the knight are still at large. Through interrogations of the mole in Atara, we found out that they're working for the Duvos Empire. I knew it. Always Duvos. What will the Alliance do? So far, the Duvos Empire has denied their involvement. But due to their brazen act in our territory, the Alliance has thrown out their emissary and has also decided to back up Athea in their standoff with Duvos. This sounds serious. Will it come to war? It is serious, but I don't think it'll come to blows. I'm hopeful, anyway. What of Allsource? Isn't it dangerous? We haven't made a decision on Allsource yet. The final decision on what to do with it will rest on us since it's found in our territory. If it's truly dangerous to humanity, we might have to destroy it. How do we know that Duvos won't be sending more knights after this AI? Like, right now? Good question. The Alliance Council will be sending a few investigators our way in a few days' time. And I don't think Duvos wants their relationship with the Alliance to deteriorate any further. So I'm cautiously optimistic that there will be no further incidents. But the Civil Corps is on alert. Ich wollte gerade sagen, die Ziviltruppe ist ja noch da und, ne, Held der Stadt und so ist auch vorhanden. Das klappt schon. We've been doing an assessment of the damages done to our town. A&G will be fixing these up over the next season, including the school. We'll come out of this stronger and more united than ever. We'll show Duvos we're not someone that they can just walk over. Before we go, I'd like to take this opportunity to thank and Higgins for their bravery in dealing with the pirates and the knight. Without their help, we might not have come out of this victorious. Thank you. Oh, shucks. All right. That's all for this evening. If you have any more questions, please don't hesitate to find me. You know where I work and live. Ja, das ist halt, wenn man in so einem kleinen Dorf wohnt.
kann man sich leicht verscherzen und jeder weiß dann, ne, alles über einen und so. Ah, aber ja, das war eine einigermaßen Ansprache. Es gab sogar Verfahren, es gab keine Schleife und keine super Lobesrede, aber es gab eine für den Protagonisten und auch Higgins. Ja, und damit ist es jetzt vorbei. Zumindest für mich. Also für Leute, die das Spiel mögen. Also ich mag es auf jeden Fall auch, aber ich möchte es jetzt nicht als Let's Play weitertreiben. Weil für mich, denke ich mal, das Größte erledigt ist und das andere wäre jetzt nur noch Grindarbeit und dazu mache ich ungern Let's Play. Also man kann auf jeden Fall die Farm noch weiter erweitern. Man kann das Haus noch erweitern. Man hat hier noch recht viele Möglichkeiten, Gold auszugeben. Man kann alle Story-Quests noch machen von jedem einzelnen Charakter. Das wäre auch noch jede Menge Zeit, die man investieren könnte. Man kann allgemein den Charakter leveln, das macht man ja passiv auch, den kann man irgendwann als Schwert rausziehen. Wobei, das wird wahrscheinlich einfach nur ein Item sein. Ich denke nicht, dass da noch ein Story-Arc oder irgendwas Größeres dazukommt. Das wird einfach nur eine coole Waffe sein, mit der man dann einfacher grinden kann oder ähnliches. Ja. Und was ich gehört habe, ist, dass man sich mit Higgins anfreunden kann. Aber das ist auch nicht unbedingt etwas, was ich machen möchte. Ja, und das Museum dann noch und man könnte sich theoretisch auch scheiden lassen und noch jemand anderen heiraten oder Beziehungsquests machen und so weiter. Also man könnte das Spiel noch sehr bald weiterspielen. Deswegen kann ich es echt nur jedem empfehlen, gerade wenn es irgendwie im Humble Bundle ist oder dergleichen. Man kann hier sehr viel Zeit reinstecken, wenn man die Art von Spielen mag. Ähnlich viel, wenn nicht sogar mehr als bei Stardew Valley. Ja, mir hat Spaß gemacht. Ich fand es auf jeden Fall sehr putzig. Es ist halt eher für Kinder ausgerichtet, deswegen konnte man manche Sachen auch schon kommen sehen, aber es waren auch interessante Plot-Twists bei, die ich nicht habe kommen sehen. Und es war einfach mal schön, in die Welt hier einzutauchen und regelmäßig da was zu machen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und man sieht sich bei meinen anderen Projekten. Bye, bye.